Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Kanal besteht schon sehr zu großen Teilen, glaube ich, aus solchem Content und jetzt bald wieder mehr. Wir werden nämlich umziehen und das schon ziemlich bald. Wir sind, wie ihr sehen könnt, wieder in der alten Wohnung und sie ist ziemlich, ziemlich leer. Ich stehe gerade im Kinderzimmer. Hier befindet sich ein Reisebett, diese Regale mit noch so Kleinkram. Ja, ein bisschen Deko und Karls improvisierter Kleiderschrank, das war's. Wir waren super erfolgreich, wo kann ich mich mal setzen, ob es sauber ist. Haben echt viel geschafft heute. Ja, alles Große ist jetzt drin. Und Tim packt jetzt gerade schon den Mii, weil ich bin morgen auswärts arbeiten. Und also nicht im Homeoffice und bin deswegen mit dem Auto unterwegs, werde aber dann abends, nachmittags, was auch immer, damit in die neue Wohnung fahren. Und deswegen packt Tim jetzt schon mal das Auto, dass es dann voll ist, damit ich das dann einfach so nehme, arbeiten fahre, dann hole ich Karl und dann fahren wir in die neue Wohnung. Und morgen am Tag wird Tim noch ein paar Besorgungen machen im Baumarkt, eventuell IKEA, wird dann den Cupra vollladen am Tag und dann auch mit rüberfahren und dann werden wir die erste Nacht dort übernachten. Übernachten, das klingt so, als wenn das irgendwie wir dort zu Gast wären. Das ist doch unsere Wohnung. Eben. Und dann darf ich auch beim Hochbett schlafen. Genau, Karl schläft die erste Nacht im Hochbett. Das wird richtig cool. Das Packen nimmt kein Ende. Ich habe jetzt angefangen, Küchenzeug zu packen und hier sind so Ordner drin. Vom Kühlschrank hatte ich ja gesagt, sind übel viele Teile. Hier sind welche drin, da sind welche, da hinten ist was. Also es ist hier, das ist jetzt, also abgesehen von dieser Kiste und dem Drucker, ist das, glaube ich, hier vorne alles Küche. Und das Ding ist, hier hinten ist immer noch Geschirr. Das wird mehr als diese zwei Kisten, das ist jetzt erstmal so da drin. Und hier drüben sind auch noch Töpfe und sowas. Aber wir haben keine Küchenrolle mehr zum Einpacken und ich habe auch nicht genug Küchenhandtücher oder sowas, um alles einzuwickeln. Deswegen ist Tim jetzt immer los. Es ist schon übel spät. Oder was heißt übel spät? Es ist nach 20 Uhr. Aber Tim holt jetzt immer Küchenrolle, weil ich muss das jetzt noch schnell packen. Und dann holt er noch was zu essen. Vielleicht hört ihr Karl singen, der ist schon im Bett, der hat schon gegessen. Aber wir natürlich wieder nicht. Und wahrscheinlich werde ich nach diesem Umzug jede Sorte von ganz normalen Supermarkt-Fertigsalaten gegessen haben, weil das, also davon ernähre ich mich zurzeit halt wirklich hauptsächlich. Ich bin schon ein bisschen spät dran, aber ich wollte euch das nochmal zeigen. Ich fahre jetzt gleich auf Arbeit und ja, habe ein volles Auto mit viel Kram. So, hier steht unser Sofa. Da drüben ist natürlich jetzt noch immer noch eine schöne Chaos-Ecke, aber das Sofa sieht doch schon mal ganz nett aus. Und da hinten schön mit Stehlampe. Und hier ist die Wand, die wir in diesem Grünton streichen wollen, der hier drin vorkommt. Wenn Herbert hier gleich mal fertig ist, dann lege ich den Teppich hier unten aus. Und dann sieht man, glaube ich, noch mehr, auch wie dieser Gelbton von den Kissen hier drin vorkommt. Also es wird alles sehr schön stimmig. Heute gab es noch gar kein Umzugsupdate, was daran liegt, dass ich erst 8 Stunden gearbeitet habe und jetzt waren wir im Baumarkt und stellen fest, dass es hier nicht alles gibt, was wir brauchen, weil der Baumarkt sehr klein ist. Das ist das Problem, wenn man im Ländlichen wohnt. Und wir müssen jetzt tatsächlich nach Leipzig fahren, um in einen Baumarkt zu kommen, wo es alles gibt. Es ist 17.30 Uhr, wir haben also Zeitstress und wir brauchen ganz dringend für morgen Rohre und so ein Kram. Also, wir sind schon richtig gut vorbereitet auf das Leben im Ländlichen nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Da muss man ja alles immer 2 Tage vorher besorgen, falls man es nicht kriegt. Klar. Was erwartest du? Ich bevorrate doch keine Wasserrohre für die Küche. Also wir waren jetzt erfolgreich. Wir haben tatsächlich in Leipzig diese Rohre gekriegt, die wir wollten. Und zufälligerweise noch ein schönes Wandbild. Ja, zufälligerweise. Das ist wirklich sehr schön, aber ist auch sehr groß. Aber sehr schön. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Schönen guten Abend. Ich stehe vor einer Tür, die eigentlich meinen Erklärungen zufolge
verstellt gewesen sein hätte müssen, nachdem wir mit dem Küchenaufbau angefangen haben. Das Problem ist, dass in diesem Haus alles übertrieben schief ist. Also keine Wand geht irgendwie gerade, kein Boden geht gerade, nichts. Das heißt, alles ist irgendwie eine individuelle Maßanfertigung und hat deswegen viel, viel länger gedauert und war irgendwie also übertrieben krasser Aufwand. Ich zeige euch jetzt mal, was es schon zu sehen gibt. Ich finde es so schön. Ihr hört schon, der Geschirrspüler läuft. So, ich habe mich nicht wegbewegt. Das Licht ist sehr schlecht. Wir haben hier noch keine richtige Lampe, nur diese Dinger hier. Ich gehe mal ein bisschen näher und zeige euch erstmal. Also hier haben wir jetzt einen Schrank mit 3 Schubladen. Bei dem hier fehlt noch der Griff, deswegen ist da auch noch diese Schutzfolie drauf. Hier ist der Geschirrspüler drin. Hier haben wir einen Eckschrank. Also das Licht ist echt schlecht. Hier fehlt noch ein Anleimer. Hier oben ist soweit alles fertig. Hier hinten seht ihr, dass die dicke Fuge nur bis hier geht. Das heißt, hier hinten muss nochmal komplett verfugt werden. Aber es ist schon mal so eine Dichtigkeitsfuge da. Ja, die Steckdosen würde ich gerne noch austauschen. Da hätte ich gerne irgendwie so matt-schwarze Steckdosen. Dann ist hier der Herd. Der ist schon mal gerade, aber er wird noch auf die Höhe gebracht, dass der hier mit abschließt. Und wenn er dann auf der Höhe ist und alles andere... Oh, der Geschirrspüler pumpt ab. Das sollte ich mir mal ansehen. Ich habe kein Licht. Man kann auch mit Licht filmen, nicht schlecht. Dann kann ich hier filmen und gleichzeitig gucken. So sieht übrigens hier gerade unsere Konstruktion aus. Das steht einfach noch zur Sicherheit hier. Aber... wir sind hier gerade in dem Schrank hier unten. Man sieht hier überall noch die Füße. Da kommen dann unten noch solche Schutzleisten da davor. Genau, das Regal steht jetzt schon mal hier, weil das hat da halt perfekt reingepasst. Und hier steht der Kühlschrank und man kann die Tür auch ganz aufmachen, wenn diese Tür da auf ist. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, was fehlt noch? Die Hängeschränke. Da ist hier noch... Ja, da ist hier noch ein bisschen frei. Aber insgesamt, also finde ich das schon sehr, sehr schön. Dieses Zeug hier kann ich übrigens nur empfehlen. Es ist von Hornbach. Das ist so eine klebende Folie, die ist in der Abteilung, wo es halt so Arbeitsplatten und sowas gibt. Ist halt für die Küche gedacht. Da stand auch drauf, man klebt die sehr blasenfrei und einfach auf. Kann man sie auch wieder abziehen, wenn man es irgendwie falsch gemacht hat. Wenn man die nicht mehr haben möchte, kann man sie auch rückstandslos entfernen. Sie lässt sich gut zuschneiden mit einem Cutter oder einer Schere. Und sie ist halt irgendwie hitzebeständig, wasserdicht, also alles Mögliche. Und sie deckt auch diese Fugen ab, also das kann man jetzt halt bei diesem schlechten Licht nicht sehen, aber hier ist halt alles glatt. Das Ding ist, die ist natürlich entsprechend auch ein bisschen teurer gewesen, aber ich finde, es hat sich gelohnt, diese Investition. Jetzt ist hier halt wirklich super viel Platz, also... Ich versuche gleich mal Herbert noch auf dem Sofa fahren zu lassen. Der müsste ja eigentlich... Ich versuch's mal. Der müsste ja eigentlich so einen Sensor haben, dass er nirgendwo runterfällt. Ansonsten bin ich ja auch noch hier. Den Tisch haben wir gestern wegen dem Essen so rumgedreht, weil wir zu viert waren. Ich würde den dann wieder so rumdrehen, aber erst wenn hier das alles weg ist und den dann noch ein Stückchen hier reinrücken. Genau, hier ist schon Malerzeug. Eine Maler-Action steht an, also... Für hier, dieses Grün haben wir noch nicht, aber andere Farben, ach ja, hier, habe ich schon. Hier, das Grün haben wir fürs Kinderzimmer, da wird das goldene Glitzer reingedingst. Das hat Karl sich gewünscht. Und hier ist rosa fürs Schlafzimmer, da kommt das silberne Glitzer rein. Genau, hier in der Küche habe ich schon wieder ein bisschen Unordnung gemacht, aber einfach, weil ich jetzt hier Zeugs ausgepackt habe. Und das hier haben wir noch geholt, das kann ich gleich mal anbringen. Das ist verkehrt rum. Und wenn das gut funktioniert, dann kaufen wir einfach noch ein zweites davon. So, also ein kleines bisschen musste ich kämpfen, bis ich gecheckt habe, wie es wirklich funktioniert. Aber jetzt ist es dran. In jedes passen ungefähr 3. Und hier unten stehen halt nochmal... 6 Stück, also wir brauchen eigentlich noch 1. Und das können wir ja dann hier auf die Höhe oder so machen. So, einmal unterm Bett freigeräumt, war jetzt nicht so viel. Und ich werde jetzt den Bereich hier unterm Bett streichen.
Hier so. Ich habe vorhin tatsächlich auch ein Sofa rausgesucht für Karl. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das jetzt... Stimmt, Karl hat es noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das jetzt einzublenden. Also es wird halt hier so hinkommen. Vermutlich werdet ihr das im Laufe des Videos noch sehen. Jetzt wird goldenes Glitzer mit waldgrüner Wohnraumfarbe gemischt. Ich bin äußerst gespannt. Ich muss aber noch was abwiegen von dem Glitzer, weil das sind 34 Gramm für 2,5 Liter und ich habe hier 1 Liter. Also ich mache jetzt einfach die Hälfte auf den 1 Liter. Schönen guten Mittag. Ich zeige euch jetzt Zwischenstände. Ihr seht schon, die Küche ist leer, die Löcher sind zugegipst, alles ist abgeschraubt und abgeklemmt. Ja, ihr seht auch hier mal den tollen Ausblick, den wir seit 1,5 Jahren haben. Aber dazu erzählen wir, glaube ich, noch was, weil wir hier ganz ausgezogen sind. Ja, die Tür ist auch wieder hässlich. Und hier drin ist übel kühl gewesen, weil die Tür die ganze Zeit zu war. Dieser Raum ist fertig und muss, wenn wir das nächste Mal da sind, nur noch gestrichen werden und geputzt. Badezimmer, da ist noch nicht so ganz so viel fertig. Schönen guten Tag. Die Schränke sind alle noch da, weil wir hoffen, dass wir die an die Nachmieter abverkaufen können. Hier ist wieder der originale Klodeckel drauf. Die Duschstange können wir nachher erst abmachen, weil wir hier jetzt noch duschen wollen tatsächlich. Der Flur ist schon soweit fertig. Der bleibt noch hier bis kurz vor dem 12.07. beziehungsweise nach dem 12.07. da endet der Vertrag. Hier im Flur haben wir auch schon alles ab- und zugegipst und auch hier im Kinderzimmer sind auch zugegipste Löcher. Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Hier, das muss noch ab, das Bild muss noch ab. Hier steht tatsächlich einfach auch noch ein Bett und ziemlich viel Kram. Ja, und dieser Ramschraum ist jetzt hier das Wohnzimmer. Hier hinten sind Sachen, die ich bei eBay reingestellt habe. Hier sind Sachen, die schon mit können. Hier sind Sachen, die noch nicht so ganz mit können, aber unsere Blumen schon. Ja, mein Arbeitsplatz bleibt hier noch stehen, weil ich werde tatsächlich... Hier sieht es aus, ey, wie bei irgendwelchen Assis. Schön hier mit der Pfandsammlung, aber heute ist Sonntag, sonst könnten wir den Pfand... Also, sonst wäre der schon längst weg, wirklich. Ich werde hier morgen sitzen. Den Stuhl haben wir auch irgendwo, der ist bei Karl drüben. Und hier arbeiten. Schönen guten Morgen. Ich war hier gerade in der Gegend von meiner alten Wohnung, die ihr vielleicht noch kennt aus irgendwelchen Videos. Beziehungsweise unsere alten Wohnung. Tim hat ja auch hier mitgewohnt. Und ich zeige euch die jetzt nochmal von außen, weil jetzt ist ja eh alles egal. Ich meine, hier wohne ich ja schon ziemlich lange nicht mehr. Es fühlt sich aber irgendwie wild an zu sehen, dass da andere Leute drin wohnen. Das ist meine. Da hätte danach niemand mehr einziehen dürfen. So. Das ist das Haus und ich habe da ganz oben links gewohnt. Also das war mein Küchenfenster und das hier waren meine Wohnzimmerfenster. Man sieht, das ist übel komisch irgendwie dazu gehangen. Ich weiß es nicht, aber ja, hier habe ich gewohnt. In einer von zwei Wohnungen dieses Hauses, die keinen Balkon hatten, richtig gut. Ja, in einer Querstraße zur Eisenbahnstraße. Heute gar nicht mehr vorstellbar für mich. Oh, richtig wild, ey. Diese Lautstärke hier. Hier sind wirklich nachts Leute langgelaufen, haben geschrien in unserer Straße. Hier sind Schüsse gefallen. Kannst du dir nicht ausdenken. Und jetzt, ja, jetzt geht's aufs Land. Ich wollte nochmal Abschied nehmen von der Wohnung. Aber das, also das verstört mich gerade wirklich, dass da andere Leute drin wohnen. Richtig dumm von mir eigentlich. Ja, hier hatte ich einen schönen Tiefgaragestellplatz. Beziehungsweise wir hatten sogar zwei von, weiß ich nicht, 8 oder so. Und das Haus hat über viele Wohnungen, aber wir hatten halt einfach ein Viertel aller Stellplätze. So, jetzt fahre ich aber hier weg, weil ich kann nicht ewig hier stehen. Mit Warnblinke vor allem. Und mein altes Haus anklotzen. Ich präsentiere Küche. Immer noch ohne fehlenden Anleiber und Griff. Aber immerhin mit hängenden Hängeschränken. Und ja, hier ist eine Ritze. Und nein, wir können es nicht ändern, weil diese Wand einfach so in sich so ist.
Aber gut, können wir mal Licht anmachen. Wir haben nämlich auch eine Dunstabzugshaube, die krasses, gutes Licht macht. Richtig schön. Ich glaube, die wird nur fürs Licht verwendet. Ja, hier ist mittlerweile auch ganz gut eingeräumt. Der Jägermeister ist auch wieder da. Ja, also hat sich ein bisschen was getan. Und ansonsten, ja, hier hängt dann irgendwann mal Obst. Was ich euch noch zeigen kann, hier steht jetzt der hier und es wird derselbe nochmal in matt schwarz hier daneben kommen, ziemlich sicher. Das ist jetzt auch fest. Schön, dass das Fach hier offen steht. Richtige Ordnung bei uns. Von dieser Malmserie gibt es eine TV-Bank, die hier ganz gut hinpasst, dass man hier auch noch trotzdem gut sitzen kann. Und da haben wir jetzt überlegt, ob wir die hier holen. Diese Wand, also, ich weiß nicht. Ich finde das mit der TV-Bank gut, wenn die, also die geht vielleicht so bis hier oder so, wenn die hier so steht. Aber dann ist trotzdem hier noch so eine riesen leere Wand und da hilft auch nicht streichen. Also, schwierig. Hier wird ja das große Bild hinkommen, dieses hier. Ja, und hier ist immer noch, man sieht, wir ziehen um. Ja, genau. Aber so die Küche, jetzt mal so von hier, sieht doch alles schon irgendwie stimmig aus. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Hallo zusammen, ein bisschen Zeit ist vergangen. Wir waren ja auf dem Full Force und danach ist nicht viel passiert. Also Tim war zwar ein paar Mal im Baumarkt und hat so Kleinkram geholt, aber irgendwie großartig irgendwas angebracht oder sonst was haben wir nicht. Ich bin jetzt auf dem Ikea-Parkplatz, wo auch sonst. Muss nachher noch zu Skonto und je nachdem, was die Zeit sagt, vielleicht nochmal zu Porta. Also es ist wieder ein richtiger Leipzig-Trip heute. Und ich habe übrigens immer noch ein schönes Burger King-Tattoo vom Full Force. Ich war auch gestern in so einem Hofladen und dachte mir so, ja, ich sehe so oder so nicht so aus, als wenn ich da hingehen würde. Und dann hatte ich aber noch hier dieses wunderschöne Tattoo. Ja, ich gehe jetzt zu Ikea. Meine Liste ist so mittellang. Ich muss erstmal zwei Sachen zurückgeben, die wir zu viel gekauft haben. Und dann hole ich nochmal ein paar wichtige Sachen. Dann müssen wir theoretisch nicht mehr zu Ikea, es sei denn, wir also haben wir da irgendwelche Ideen, nochmal irgendwas anders einzurichten. Oder ich nehme jetzt erstmal nur zwei, drei Kissenhüllen mit. Mal sehen, wir kriegen das hin. Ich gucke mal, ich kriege hier drüben meine Tür nicht auf, deswegen muss ich alles hier lang mitnehmen. Auch gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, let's go. Upsi, wo filme ich hin? Oh, es ist übel warm, ich muss hier raus aus diesem Auto. Oh, also so voll ist mein Auto jetzt, bevor ich zu Skonto reingegangen bin. Weil es wie voll es danach ist. Ich habe für das alles hier 500 Euro bezahlt. Beziehungsweise ein bisschen mehr, aber ich hatte einen Gutschein. Dieses Paket hier war irgendwie 40 oder 50 Kilo schwer. Ich habe das kaum hier reingekriegt. Ich habe das nur aufgrund von Physik mit so immer um die Ecke legen und sowas reingetan. Das hier war auch übel schwer, aber ein bisschen handlicher. Der Rest ist halt alles nur Kleinkram. Das wird übrigens unser sexy neues Badregal. Das ist richtig, also es ist schlicht, aber es ist nicht wunderschön. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt hier diesen Platz hier, um für Kai dieses Sofateil zu holen. Und wenn Skonto, das sieht schon so schrottig aus, aber gut, Daumen nach oben. Ja, wenn das Schicksal es gut mit mir meint, vielleicht finde ich dann ja noch einen rosanen Stuhl fürs Schlafzimmer, so der einfach nur dekorativ dasteht, wo wahrscheinlich alle unsere Klamotten immer drauf liegen werden. Aber ich wollte unbedingt so einen Stuhl haben. Ich weiß nicht warum. So ein Sessel, Stuhl, irgendwas. Eine Leseecke, wo eh nie jemand lesen wird, aber gut. Oh, es geht mit deiner Lippe ab, ey. Ich hatte auch Sonnenbrand. Hier. Hier. Richtig komisch und auf der Nase, aber gut, gehen wir mal rein. Motivation. Und ich habe auf jeden Fall auch schon super viel getrunken heute, weil es arschwarm. Und nachdem ich dabei hier die Scheiße eingeladen habe, dachte ich auch, okay, ich muss jetzt erstmal schlafen. Hier ist der Eingang. Ich bin hier übrigens komplett alleine. Und hier steht einfach gleich das Ding, was ich kaufen will für Karl. Nice. Aber ich habe echt Sorge, dass ich die reinkriege. Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt mit den ganzen Ikea-Sachen reinkriege. Werden 128 mal 71 in dieses Auto passen? Wir haben übrigens immer noch die alten Kennzeichen. Aber nicht mehr lange. Und wir haben immer noch Marderkacke. Habe ich dir schon mal gezeigt? Geh auf, Mistviech!
Junge, wo ist mein Autoschlüssel? Wieso geht mein Auto jetzt nicht auf? Ich dachte schon, das ist falsch. Sag mal. Vorne geht's, hinten eher medium. Sieht so groß aus. Na, oh, das ist Tims Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, er sieht das Video jetzt nicht vorher. Quality Content, also 71 sind das hier. Es würde gerade so passen, gerade so von der Breite. Dann, was war es noch? 1,30. Ja, naja, das passt, weil dieses Malmding hier ist 1,60. Das Problem, also das mit der, dass es hier mit den 71 so knapp geht, das, da bin ich ja schon mal ganz froh drüber. Aber mein Problem ist die Höhe, das muss ich mal nachsehen. Es ist 44 hoch, das ist so viel. Oh, Alter, knappe Nummer, ganz, ganz knappe Nummer. Das Ding ist, ja, doch, es würde hier, Alter. Okay, ich riskiere es und kaufe das Scheißding, aber ich kann auf jeden Fall keinen Stuhl kaufen. Aber vielleicht noch Kissenbezüge. Okay, wir schaffen das. Muss. Dann gehe ich jetzt gleich da rein. Erstelle diesen Auftrag. Oh, ich muss dringend pimmeln. Ich glaube, als erstes suchen wir uns. Das war nicht so ein Klo. Ein Möbelhaus hat doch immer ein Klo, oder? Ey, wenn das da nicht reingeht. Die Frau meinte schon, man kann das nicht einfach so zurückgeben. Und dann dachte ich mir so, Alter, willst du mich verarschen? Ich dachte, man kann alles zurückgeben, aber es ist halt nicht Ikea. Ich bin verwöhnt von Ikea. Jetzt habe ich wenigstens ein Maßband, ne? Und wenn ihr euch fragt, warum Tim eine Bettdecke zum Geburtstag bekommt, das ist die dünnste und leichteste und sommerlichste Decke bei Ikea, die es jemals gab. Wir haben bei meiner Oma übernachtet und da hat er unter so einer dünnen Decke gepennt und fand das so toll. Da dachte ich so, okay, mache ich ihm halt eine Freude, hoffentlich. Schenke ich ihm eine Bettdecke kreativ. Also mein Hocker und ich stehen im McDrive und warten auf meine McPlant Nuggets. Also wir stehen neben dem McDrive in so Parkplätzen. Ich werde auch die ganze Zeit von Leuten beobachtet. Keine Ahnung, ob es sich wundert, ob mein Auto so voll ist. Hat reingepasst. Aber das Ding war saudreckig. Meine ganzen Arme, alles übel dreckig. Also, an sich ist das ja cool, ne? Aber hier, wir haben vier große Messer, glaube ich, oder drei. Also, was wir mit den Messern machen, weiß ich halt noch nicht. Weil das Scheißding hier, sorry für den Ausdruck, ist halt, also zum einen fallen hier ständig diese Dinge raus, zum anderen ist es halt hier drin übel kaputt, durch das halt Reinstopfen von den Messern. Und überall sind ständig an den Messern so kleine schwarze Dinger dran. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Hello! Oh, jetzt ist der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Karl hat ein eigenes kleines Sofa. Cool, oder? Mami, weißt du, was du lecker findest? Das Spider-Man! Du findest das lecker! Nein. Oh, ist das cool. Und ich habe ja schon gefilmt, wie perfekt der da reinpasst in der Stube. Oh, ich mag diese Ecke. Hier kommen noch irgendwie Lichterketten und sowas hin. Juhu. Das wird richtig toll. Ich freue mich so. Voll gemütliche Ecke. Na, also. Ach ja, und Karl hat übrigens mittlerweile so eine Gardine hier. Die hatte er aber vorher auch schon in der alten Wohnung in diesem, also in seinem Kinderzimmer. Das ist halt einfach nur, damit man nicht so reinglotzen kann. Und ja, hier sieht es halt aus, wie es in einem Kinderzimmer auszusehen hat. Oder vielleicht ein kleines bisschen unordentlicher. Man ignoriere bitte diesen Wäscheberg. Karl und ich haben gerade das Regal hier zusammengebaut. Das sieht jetzt erstmal vom Farblichen her überhaupt nicht passend zu unserem kompletten Konzept aus. Aber vorbei an allem Dingens. Das hier ist übrigens unser Sauerteig. Und hier ist eine Fliege, Alter, geh weg. Mein Sauerteig. Dieses Regal wird, ich muss mal Licht anmachen, dieses Regal wird hier an die Wand geschraubt,
wo dann Sachen rein können, wie zum Beispiel hier irgendwie Müllsäcke oder sowas. Hier kommt so eine Auszugslösung rein. Hier habe ich schon die Vorlage dafür. Hier ist dieses Auszugsding. Und hier unten ist der Mülleimer davon. Hier, so wird es aussehen. Cool. Wie ihr seht, stehe ich im Bad fast. Und hier hat sich jetzt einiges getan, was ich auch gestern noch geholt habe. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Einmal so ein Überblick. Ich habe gerade sauber gemacht und aufgeräumt. Die zwei Teppiche habe ich gestern geholt. Die habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Und unser wunderschönes 12 Euro Vollplastikregal. Das Ding ist ja... Morgen, ich sehe realistisch fertig aus. Das Ding ist, dass das hier hing ja dran und der war ja hier. Und das, also es macht keinen Sinn, das hier komplett abzumachen. Wir haben ja unsere Badmöbel noch in der anderen Wohnung, die verkaufen wir und dann ist es halt so. So, der Schrank ist aber mittlerweile relativ voll. Hier sind so Sachen wie Zahnpasta auf Vorrat und sowas. Das hier ist Tims Fach mit so Rasierzeug. Hier sind Putzmittel. Hier ist so anderer Kram wie der Föhn und so, all so ein Scheiß hier, Waschtaschen. Das hier ist Karls Fach mit Badespielzeug. Und alles andere, was bis jetzt so im Hängeschrank war, habe ich jetzt hier rein verteilt. Und es ist natürlich noch übel viel Platz, weil wir hatten zwei solche Fächer und jetzt haben wir vier solche Fächer. Es ist nicht schön, also es hat schon ein bisschen unruhig, aber es ist auch nicht hässlich und es ist jetzt einfach so, also ich meine, dass hier oben so eine hässliche rosa Leiste ist, konnten wir uns ja auch nicht aussuchen. Ich finde das jetzt in Ordnung, also ich finde, das passt soweit. Ja, und deswegen ist es jetzt auch so, dass im Bad nicht mehr viel gemacht werden muss. Hier müssen wir noch eine neue Lösung finden, weil diese Duschtüren, die gehen halt so von hier, also wenn man die aufklappt, gehen die so. Und dann so. Und dann hast du hier so eine ganz, ganz kleine Kabine. Es ist übel eng, also wirklich nur von hier bis hier. Und hier vorne halten die zwar so magnetisch zusammen, aber die sind nicht dicht. Das heißt, es läuft immer das Wasser hier raus. Und deswegen wollen wir irgendwie hier so ein an der Decke irgendwas Duschvorhangmäßiges machen, was dann wirklich hier die komplette Badewanne umfasst. Und die hier schrauben wir ab und stellen in den Keller oder so, weil die gehören halt hier zu dem Haus. Und... den hier, der ist auch übel hässlich, den wollen wir noch folieren. Mal sehen, ob er rosa wird, das wäre natürlich sehr cool. Ich habe mich auch für das Rosa entschieden, trotz dass hier das Orange ist. Wenn man einfach 1000 rosa Sachen macht, dann fällt das Orange gar nicht mehr so auf. Ja, dementsprechend Bad fast fertig und jetzt auch endlich mal sauber gemacht und alles. Hier stand ja, bis jetzt stand ja alles, was hier drin war, also fast alles stand hier so rum. Dann standen hier in der Ecke noch Kisten, also es war wirklich super unordentlich. Und jetzt zeige ich euch mal die Unordnung hier drüben. Da habe ich schon erzählt, unsere Mikrowelle ist kaputt gegangen. Aber heute kommt eine neue, zufälligerweise in rosa. Ja, und hier ist jetzt die Wäsche, werde ich gleich wegräumen. Und das hier ist unsere neue TV-Bank. Das Regal gehört ja hier in den Schrankdarm. Wir haben jetzt auch übel viel Papiermüll hier, da und da. Also ich muss hier jetzt erstmal ganz dringend für Ordnung sorgen, sonst fühle ich mich hier gar nicht wohl. So, da ist sie, unsere neue Mikrowelle, farblich passend zum Mülleimer. Super, dass es hier auf dem Land einfach die ganz normale Postfrau die Pakete bringt. Ey, das schockiert mich jedes Mal aufs Neue. Ich packe die gleich mal aus, dann muss ich hier noch ein bisschen Platz machen, da gehört die ja hin. Ich freue mich voll. Die ist super schön. Auch wenn es wirklich schade ist, dass diese da kaputt gegangen ist. Und ja, gelbe Säcke sind übrigens scheiße. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich vakuumiere gerade unseren gesamten Hausstand. Ich zeige euch mal, wie das dann so aussieht, wenn das dann da eingelagert ist. Ich finde das alles praktisch, platzsparend und vor allem auch, dass halt einfach die Sachen hier oben sicher sind, sage ich mal. Ja, ein bisschen was muss ich noch vakuumieren, aber hier oben, also dieses Ding hier, ist Gold wert, wirklich. Das ist also riesig, wie einfach noch so ein Raum. Ich habe echt schon sehr, sehr lange nichts mehr gefilmt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich mal wieder in der alten Wohnung. Es schallt auch übelst. Hier ist halt fast wirklich nichts mehr da. Nur noch die paar Sachen, die wir bei eBay Kleinanzeigen drin haben. Weil ich denke, dass hier mehr Leute, also dass die Sachen hier besser weggehen als irgendwo ländlicher. Weil hier sind halt einfach mehr Leute.
die nach irgendwas suchen. Also wir haben eigentlich schon übel viel hier in Leipzig bei eBay verkauft. Ja, Tim hatte neulich mal eine Wand gestrichen, die kann ich euch mal zeigen. Also die Farbe deckt auch echt super. Wir haben wieder diese Alpina-Farbe genommen, die zwar ein bisschen teurer ist, aber halt dafür qualitativ hochwertig. Genau, diese Wand hat er gestrichen. Hier war ja der grüne Streifen. Und hier waren so Bohrlöcher, die zugegipst sind. Also ich finde, diese gesamte Wand sieht halt echt perfekt aus. Mit einmal streichen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber das war halt auch die einzige Wand, die er gestrichen hat. Das war mal so zwischendrin, da hatte er immer ein bisschen Zeit. Ach ja, mein Schreibtisch ist übrigens auch noch da. Genau. Morgen und übermorgen, je nachdem, wie wir es halt schaffen, streichen wir hier alles fertig und räumen auch weitestgehend alles fertig aus. Das müssen wir dann nochmal koordinieren, dass wir morgen auch unser Bett wegbringen. Das haben wir ja auch an jemanden schon verkauft sozusagen. Aber morgen wird hier ganz groß gestrichen. So, es geht nach einer langen Pause weiter. Ich übergebe in wenigen Minuten diese Wohnung hier. Ich kontrolliere gerade nochmal alles. Ja, ich übergebe ganz bald die Wohnung und wollte euch jetzt nochmal diese Wohnung zeigen, wie es jetzt hier so aussieht. Also sie ist halt leer und alles gestrichen und so. Und damit schließt sich dieses Kapitel übelst so auf einmal, weil Karl hat halt auch hier seinen letzten Tag im Kindergarten. Er ist ja jetzt tatsächlich immer noch hier in Leipzig im Kindergarten gegangen. Er war nicht mehr jeden Tag hier, sondern nur wenn Tim und ich am selben Tag arbeiten mussten. Das kam manchmal dreimal die Woche vor, manchmal war das einmal die Woche. Und heute feiert er seine Abschiedsparty mit seinen Freunden. Bin mal gespannt, wie emotional das wird. So, wir starten mal vor der Wohnungstür und kommen hier erstmal in den Flur. Es ist echt so wild. Vor kurzem habe ich diese Wohnung noch so gezeigt, als wir hier eingezogen sind. Ja, hier ist unser kleines, aber feines erstmal Kinderzimmer. Und dann haben wir Räume getauscht, weil wir brauchten nichts Großes und ein Schlafzimmer. Schaut euch das an, hier 1,50 Meter sind es. Sieht jetzt viel kleiner aus, wir hatten hier so ein 1,40er Bett stehen. Ihr kennt es ja alles. Genau, und dann hier drüben das kurzzeitige Schlafzimmer, dann Kinderzimmer, wo man sich natürlich von hier drüben richtig gut reingucken lassen konnte, aber das ging. Also wir haben da einfach eine Gardine aufgehängt. Ja, hier ist das Bad. Das fand ich eigentlich ganz nett geschnitten. Hier die Waschmaschine, hier Dusche, hier diese Duschstange hatten wir damals gekauft, die haben wir jetzt hier gelassen, weil sonst war hier nur so ein Griff für diese Brause. Und das war übelst scheiße und den lassen wir jetzt einfach hier dran, weil wir so nett sind. Genau, dann kommen wir hier in das große, schöne Wohnzimmer. Sieht jetzt übelst klein aus in leer. Hier draußen unser wunderschöner Balkon, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Dann hier unsere ganz lange Küche. Soweit. Ja, und hier ist der Balkon. Ich zeige euch jetzt mal was. Also, wir können jetzt endlich mal hier nach draußen filmen. Aber ihr seht schon, hier ist man halt unter permanenter Beobachtung, weil es so ein 4-Seiten-Innenhof ist. Und, was auch noch ein Fakt ist, hier drüben, wo das Gerüst ist, hier ist seit 1,5 Jahren Baustelle. Und es ist halt übelst hässlich. Weil hier unten, wo ihr dieses Viereckige seht, da stand ein Müllhaus. So ein Haus, wo die Mülltonnen drin sind. Ich zeige euch mal das andere Müllhaus. Das andere Müllhaus ist... Oh, ich kann es euch gar nicht zeigen. Hier unten ist noch ein Müllhaus. Jedenfalls stand da ein Müllhaus. Und als wir ein halbes Jahr hier gewohnt haben, ist das Ding abgebrannt. Und es ist... Also, mich hat das sehr, sehr traumatisiert. Das ist in der Nacht abgebrannt. Wir haben es zum Glück nicht mitbekommen. Wir haben früh morgens aus dem Fenster geschaut und dachten so, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Das war halt wirklich so ein größeres Haus. Also wirklich, da waren 4 Mülltonnen drin. Das war komplett aus Holz. Das wurde wahrscheinlich wegen Brandstiftung angezündet. Und seitdem, also ich konnte lange nicht ruhig schlafen, weil ich Angst hatte, dass sie dieses Müllhaus, was hier unter unserem Balkon ist, auch noch anzünden. Unsere Schlafzimmer sind zwar hier hinten, aber trotzdem, wenn das hier hochzieht, man hat es ja hier drüben gesehen. Ich zeige euch das nochmal. Man hat es ja gesehen, wie viel
wie viele Wohnungen und alles betroffen waren. Das Haus war halt ungefähr so hoch oder so. Und hier, also bis hier oben, waren die Rollos geschmolzen. Das Feuer hat hier, ist hier in das Dach sozusagen rein. Das Feuer hat hier oben im Dachstuhl und in den Wohnungen weiter gewütet sozusagen. Also es war echt, sah echt, echt verrückt aus. Und es war halt einfach so nah vor unserer Tür. Und im Endeffekt, das Haus geht ja hier rum und hier rum und dann wohnen wir hier. Also es war in unserem Haus, bloß halt gegenüber. Ja, das, also ihr seht ja auch noch, wie schwarz das hier ist, ne? Ja, das hat mich traumatisiert. Ich habe ja so oder so schon panische Angst vor Feuer. Also es ist wirklich eine meiner größten Ängste. Und dann passiert es halt einfach. Du wohnst ein halbes Jahr hier und dann sowas. Aber gut, wir haben uns dann auch am selben Tag haben uns dann noch Rauchmelder geholt und die angebracht. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jedenfalls, was aber dann auch noch dazu kam und hart nervig ist, dass die halt jetzt anderthalb Jahre es nicht geschafft haben, da drüben alles zu renovieren und wir einfach die ganze Zeit auf eine hässliche Baustelle geguckt haben. Am Anfang war es interessant, beziehungsweise es fing erst nach ein paar Monaten an tatsächlich, dass die bauen. Dann war es interessant, weil man hat auch wirklich Fortschritte gesehen, Fenster getauscht, Rollos getauscht, Putz abgehackt, dies, das. Und jetzt ist es wieder, liegt es ein halbes Jahr lang brach und es passiert nichts. Und es ist so ein hässlicher Anblick. Es ist wirklich sehr, sehr schade, ja. Ich meine, es ist halt auch doof, ne? Die ganzen Eigentümer. Ich weiß nicht, wie die Versicherung zahlt bei Brandstiftung und so, aber trotzdem, also. Naja. Geschafft! 50 Minuten Wohnungsübergabe. Ich erinnere mich noch, wie ich in Chemnitz die Wohnung abgegeben habe. Es waren so 3 Minuten oder sowas. Der Zähler abgelesen. Ja, waren sie zufrieden? Ja, alles gut. Aber gut, weiter geht's. Ein Teil, Kapitel, ein Abteil des Kapitels Leipzig ist somit geschlossen. Wir haben endlich nur noch eine Wohnung. Wie oft in meinem Leben ich schon 2 Wohnungen hatte. Heftig. Weiter geht's. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion.